Super viele haben mich gefragt, wie lasse ich mich nicht von hinten hauen? Denn ihr habt das Problem, wenn ihr von hinten geschlagen werdet, werdet ihr gedazed. Na, wenn ihr jetzt weglaufen wollt, oh nein, ich will weglaufen, bitte daze mich. Jetzt daze natürlich nicht. Ja, ihr läuft irgendwie aus einer Gefahrenzone, aus der Höhle raus oder so. Ihr wollt ja nicht so laufen. Weil, wenn ihr so lauft, ist Vorfilmmoment, oder? Das war Vorfilmmoment. Kleiner Moment. Wenn ihr von hinten lauft, werdet ihr normalerweise gedazed. Ich muss noch kurz warten, bis ich gedazed werde, liebe Leute. Wahrscheinlich muss ich gleich potten. Daze mich, daze mich, daze mich, daze mich. Ja, du werdet ihr gedazed, von hinten. Und bei vielen Mobs, wenn ihr viele Mobs habt, werdet ihr immer gedazed. Und auch vom Mount geschmissen übrigens. Ne? Ich resette den nochmal. Und das wollt ihr natürlich verhindern, dass ihr von hinten geschlagen werdet. Was ihr machen wollt, wenn ihr weglauft, ihr müsst den Gegner dabei anschauen. In einem bestimmten Winkel. Entweder mit Hüpfen oder mit Sidewalking. Also ihr solltet euch binden. Diese Knöpfe sind wichtig. Tastaturbelegung, Bewegungstasten, Seitschritt links und Seitschritt rechts. Die müssen belegt sein. Das ist sehr, sehr wichtig dafür. Die beiden würde ich mitnehmen, damit ihr so laufen könnt. Ihr könnt natürlich auch mit Maus das machen, aber... Und wenn ihr weglauft, ihr läuft nicht so weg, dass ihr von... Ihr läuft so weg. Dass ihr den Mob immer schön... Dass ihr euch immer schön von vorne haut. Das hat den Vorteil nämlich... Das hat den Vorteil, dass ihr erstmal von vorne geschlagen werdet. Das heißt, ihr könnt ausweichen. Und ihr werdet nicht gedazed. Also wenn ihr super viele Mobs an euch dran habt... Ihr wollt immer den Mob anschauen dabei. Entweder so, dass ihr den Winkel habt, dass er euch von vorne schlägt. Oder halt mit Hüpfen und dann nach hinten laufen. Und dann könnt ihr auch super viele Mobs auf einmal einfach weghalten. Und ich weiß, ich habe es so oft gesehen. Also jeden Deathclip, den ich sehe, die Leute rennen so weg. Durchgehend. Aber ihr müsst so weg. Aber ihr müsst die Mobs immer anschauen. Weil wie gesagt, von hinten könnt ihr nicht mal ausweichen. Von hinten könnt ihr nicht parryen. Ihr seid von hinten einfach Opfer. Darum, das ist das Wichtigste. Und bitte, ja, bitte, bitte, packt euch eure Heiltränke auf den Keybind. Das Schlimmste, was ich immer sehe, ist, die machen die Tasche auf und suchen erstmal einen Heiltrank. Ja, das wäre so mein Tipp.